Hey Leute, das ist ganz Hyam, willkommen bei WTN Germany. Nach dem Bekanntwerden eines reparaturbedürftigen Lecks im bayerischen Atomkraftwerk Isar 2 beklagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke, keine früheren Hinweise aus Bayern erhalten zu haben. Insbesondere die Union und den bayerischen Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz, Thorsten Glauber, Freie Wähler, nimmt die grünen Politikerin dabei ins Visier, wie sie im Gespräch mit der deutschen Presseagentur deutlich machte. Das ist einfach unseriös, klagt Lemke Richtung Merz und Söder. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU und CDU-Chef Friedrich Merz hätten sich ja beide den Reaktor angeschaut und mit dem Betreiber gesprochen. Ich frage mich schon, ob sie über die Leckage nicht informiert. Hey guys, this is Ghanshyam. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.